Hallo, liebe Freunde, hier die Ludolfs aus GTA San Andreas Multiplayer. Ja, ihr wundert euch sicherlich, was ist das denn, Dennis, wo sind denn deine GTA Singleplayer-Folgen? Ganz kurze Erklärung, GTA San Andreas geht vom Singleplayer morgen weiter, allerdings kommt da eine XXL-Folge, da ich zahlreiche Mods installiert habe, die den einen oder anderen nicht gefallen haben. In der ersten Folge gab es dann diese Flimmer und so, da habe ich mir gedacht, ach komm, schmeiß alles nochmal in den Haufen, fäng es richtig an. Deswegen gibt es morgen eine lange Folge, die euch dann erwartet. Der Bronze ist gerade übrigens auf dem Desktop oder sonst wo unterwegs, wie ich gerade sehe. Ja, wir sind auf jeden Fall die Ludolfs oder auch... Curry, wie machst du das? Gib mal Slash. Warte, Alter, wie kann ich aufhören? Was macht der denn da, Mann? Ich weiß nicht, wie man aufhört. Ah, doch, mit F. Okay. Gib mal ein Slash tanzen und dann eine Zahl von 1 bis 4. Ja, auf jeden Fall, das ist ein Roleplay-Server. Wir wollen jetzt in den nächsten Tagen San Andreas Multiplayer mit dem Tobi, dem Taros, dem Leno, dem Major, dem Bronze und dem Curry zocken. Das wird richtig, richtig geil. Und das Ding ist, wir werden auch Tuning-Treffen mit euch machen und so weiter. Das dauert aber natürlich, bis man das alles hat. Die IP werden wir dann auch bald ver... Oh, Bronze ist geflogen, weil er zu hohe Ping hat. Da werden wir bald drauf eingehen, auf die ganzen Tuning-Sachen und so weiter. Also das Let's Play startet bald. Das hier ist einfach so eine spontane Zwischenfolge, weil ich euch auf den neuesten Stand bringen wollte. Also ganz kurz zu der Singleplayer-Kampagne. Die geht in Kürze weiter, also morgen schon extra lang, ohne Stress, ohne alles, also ganz locker, ohne Mods. Wir spielen einfach das Spiel in HD. Boah, ich dachte, der fährt mich um. Und diese Multiplayer-Folgen gibt es dann später. Und ich habe schon tatsächlich einen Führerschein bekommen von der Person hier, wer auch immer das ist. Ja, vielen Dank. Von dem hast du das gekriegt? Ja, der hat mir den verkauft. Aber kann ich da jetzt einfach... Du bist kein Fahrlehrer oder Fahrschüler und hast deshalb keinen Schlüssel. Ach, das sind Fahrschulautos oder was? Das ist einfach, ja genau, das ist hier die Fahrschule, glaube ich. Ja, und wir haben noch nicht die Oberahnung, ja, aber wir werden es da reinfinden, genau wie bei Altes Live damals. Aber ich muss sagen, das ist für mich das bessere Altes Live irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist zwar nicht grafisch so geil, aber schon sehr lustig, dass man sich einfach hier locker treffen kann und dann zocken kann. Radio. Das ist halt GTA San Andreas. Ja. Und keine Arma 3 Engine, ne? Das ist ja sowieso der Oberhammer. Leckfrei. Guck mal, da hinten, Curry, da steht einfach einer. Ja, auf jeden Fall für euch so spontane Folge. Und der Tobi und so weiter ist auch dabei. Und morgen ist ein Livestream, vermutlich um 15 Uhr. Da werden wir den Multiplayer auch mal anzocken oder vielleicht nochmal GTA 5. Für alle, die dabei sein wollen, können natürlich vorbeichecken hier und können mitgucken, einfach auf Twitch oder Facebook im Auge behalten. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr mehr Folgen von San Andreas Multiplayer haben wollt. Ja, dann macht einen Daumen hoch bei dieser Folge. Dann erwartet euch in Kürze schon die Folge. Was ist denn das hier? Was ist das denn? Eine Mission oder was? Nutze Material abholen. Da können wir das abholen. Nein, mach nicht. Das ist, glaube ich, eine Mission. Okay. Ja, interessant werden mit der ganzen Mannschaft hier, ey. Genau, wir wollen jetzt einfach nur mal ein bisschen hier abchillen. Mal gucken, was man hier machen kann. Guck mal, hier stehen als Autos. Alter, ich dachte, da oben steht Gronkh. Steht aber Grotti. Nein, man kann man die Autos kaufen. Was kostet der Wagen denn hier? 8.900. Alter, aber es geht eigentlich vom Preis her. Alter, wie schön Porsche hier. Ach, guck mal, du kannst sie sogar erpressen, diese, Autohändler. Alter, guck mal, hier ist die Karre an, Mann. Sitzen wir alle drin in der Karre, weißt du? Erpresst von niemand. Achso, wenn du zum Beispiel in einer Gang bist, oder was? Ja. So eine brauchen wir hier. Blade. Ah, ich stell mal ganz kurz bei mir noch ein bisschen heller, damit ihr auch was richtig seht, weil es ist schon sehr dunkel gehalten. So ist es, sagt der Chilliger. Ja, auf jeden Fall richtig geil, diese Mod. Und für alle, die das spielen wollen, ihr müsst euch einfach nur Version 1.0 von GTA San Andreas irgendwie installieren, downgraden. Falls ihr die Steam-Version habt, dann ladet ihr euch den SAMP-Client runter, könnt updaten. Und dann könnt ihr schon das Spiel starten und sucht euch einen Server aus. Wie gesagt, den Server erwähnen wir bald. Beziehungsweise hat man wahrscheinlich schon irgendwo gesehen, bin ich mir nicht sicher. Aber das Ding ist, wir wollen uns dann irgendwo in der Wüste treffen. Ja, bei diesem Flughafen, der in der Wüste liegt. Boah, wie krass, ey. Die Map ist ja gewaltig. Da muss ich mich jetzt gerade erstmal wieder zurechtfinden. Ey, guck mal hier. Was denn? Was denn? Ey, das Motorrad ist abgeschlossen. Habe ich schon probiert. Ah, scheiße. Kann man echt nicht drauf. Ja, und ist ein Roleplay-Server, das heißt, hier gibt es tatsächlich auch Polizisten, die einen bewachen, Sanitäter und so weiter, richtig, richtig viele Sachen. Und ich finde diese Mod einfach mega. Aber wie kann ich denn rennen jetzt hier? Auf Leertaste, wenn du es nicht umgeschaltet ja, hast. Genau. Ah, genau. Ich habe es auch auf Shift umgestellt, auf jeden Fall. Ich habe halt Shift und Leertaste getauscht. Ja, aber auf den Straßen ist ja echt nichts los. Hier fahren ja auch gar keine... Oh, da oben ein Helikopter. Das ist ein anderer Spieler jetzt, ne? Ja, ja, da sitzen sogar mehrere drin. Das habe ich vorhin gesehen, wie der gestartet ist. Geil, Alter. Guck mal, die Werbung hier, ey. Da geht mir doch direkt einen Knopf auf, Alter. Die ist doch... Call Girls, Winewood. AD auf jeden Fall oben. Ja, wir befinden uns gerade übrigens in Los Santos, ja.
Schönstes Fleckchen kennt man auch GTA 5 und so sah es in GTA San Andreas damals aus. Kennt der ein oder andere wahrscheinlich. Brauche ich ja gar nicht fragen hier. GTA San Andreas ist ja Meilenstein der Videospielgeschichte. Was habe ich das ja, gesuchtet? Habe ich aber schon im Singleplayer erzählt. Ja, für alle auf jeden Fall, die sich jetzt wundern, ey, der läuft ja nur sinnlos darum, der macht ja gar nichts. Ist ja auch nur eine kleine Infofolge. Boah, was ist das? Nimm mich mit! Stand ja einfach oben auf dem Fahrrad. Und der hat sich gerade noch so umgedreht. Was ist denn das hier? Das ist wieder ein Info-Button. Kann man da irgendwas machen? Nee. Parkplatz oder was? Ja, vermutlich. Und wenn ihr Tipps für uns habt, was wir machen können, postet erstmal bitte unter diesem Video in die Kommentare, was ihr uns empfiehlt, welche Missionen, wie wir schnell an Geld kommen und so. Einfach alles reinhauen. Das würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch schon, wenn der Tobi und so weiter da sind. Ja, alle zusammen, ne? Also das hier ist ja eigentlich keine übliche Folge, das ist ja nur ein Info. Guck mal hier, wir können ja einfach mal alles abchecken hier an der Küste, was es hier gibt. Beziehungsweise... Davon? Ach, guck mal, das ist Grenze. Du musst, glaube ich, wenn du mit dem Auto drin stehst, dann musst du da bezahlen. Maut. Guck mal hier. Also eine kleine Fahrradspritztour mit allen Mann wäre natürlich geil. Ja. Oder wenn wir mal später mal ein Auto haben, Alter. Ja, es gibt auch verschiedene Jobs hier. Curry, kannst du mal ganz kurz erzählen, was kann man denn alles so machen? Warte, das kann man, glaube ich, sogar eingeben. Ich gebe das mal ein. Da kannst du, gibst du ja, Jobs, ich glaube, genau, Jobs. Nee, warte mal, Help war das, glaube ich, oder? Ja, das... Genau, Help und dann machst du Berufe. Genau, und dann wird das aufgelistet. Dann gibt es da Staatsdiener, Polizei, Medic, Sun News, Taxi, Fahrschullehrer oder ADAC. Dann gibt es natürlich noch die Gang. Kann man ja auch zeigen. Growth Street Baller, Speed Kings. Oh. Aber ich weiß halt nicht, wie das hier geregelt ist, ne, weil... Es gibt auch manche Server, da sind die ganzen Sachen halt in Fraktionen aufgeteilt, wo man sich dann wirklich auf so, auf so einer Server-Homepage bewerben muss. Ne? Ich weiß halt nicht, wie das hier geregelt ist. Ich denke mal, dass mit den Gangs, dass man da einfach nicht so rein kann, dass man das schon... Ah, wenn ich ein Seil hätte, hätte ich den Bronzer fesseln können. Schade. Was ehrlich, das geht? Ja, ja, mit Slash fesseln. Wie willst du mich denn fesseln? Ich stehe auf SM-Spiele, weißt du doch. Ja, guck mal, das ist ein schöner dreieckiger Leuchtturm. So ein Hexagon-Leuchtturm. Ja, grafisch ist GTA San Andreas natürlich nicht so geil. Aber was man da hinten sieht, das links, da ist der Sun. Genau, den kennen wir ja aus GTA 5. Gut, grafisch nicht so geil ist aber relativ. Also ich finde es trotzdem relativ cool. Ja, der Stil von dem Spiel ist halt, sag mal. Das ist halt San Andreas, ne? Der ist halt ein bisschen oldschool. San Andreas, aber Mann. Nice feeling irgendwie. Boah, ey, richtig geil. Vor allen Dingen, wie man die Ecken hier so kennt aus GTA 5, ne? Ja. Ja, einfach so eine kleine Infofolge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr euch SAMP-Folgen wünscht, die euch in Kürze erwarten. Was machst du denn da, Curry? Bist du aus dem Puste oder was? Puste, ja. Alter. Wie das aussieht. Aber jetzt nicht mehr. Guck mal, der Bronze. Oh, geht bei mir gar nicht. Wie mache ich das? Tanzen, ne? Tanzen und dann eine Nummer von 1 bis 4 dahinter. Also. Genau. Ja, wenn ihr euch noch mehr Folgen wünscht, macht einen Daumen hoch. Wie gesagt, dann wissen wir, ihr wünscht euch mehr Episoden. Die gibt es dann in Kürze mit Tobi, Leno und Co. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Einfach mal spontan habe ich die Folge mal rausgehauen. Ich habe die jetzt gerade aufgenommen mit den Jungs hier. Während der Curry gerade auf Zehenspitzen hier in seinem wunderschönen Blaumann herumtanzt. Mit seiner... Also Curry hat übrigens gesagt, dass der Gronk ihm schon sehr ähnlich aussieht. Aber da möchte ich gar nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Einzusehen. Bis zur nächsten Folge. Und bitte lasst die Daumen da, damit wir Bescheid wissen, dass ihr davon Folgen wünscht. Und morgen gibt es dann den Livestream und die Singleplayer-Kampagne von GTA San Andreas. Habt einen schönen Tag. Danke. Oder einen schönen Abend noch vielmehr. Ja. Bis dann. Warte mal, wie höre ich denn auf zu tanzen? Mit F. Alter, nicht so. Hey, I'm City Fuck. Okay, tschüss.